Du möchtest gerne zum Beispiel bei einem Foto von dir den Hintergrund austauschen? Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Dazu öffnest du das Foto und tippst mit dem Finger auf das Display. Jetzt tippst du mit dem Finger auf die Person und hältst diesen so lange gedrückt, bis die Person aus dem Foto ausgelöst ist. Jetzt mit einem zweiten Finger auf das Display tippen und auf zurück. Nun den zweiten Finger vom Display nehmen. In der Fotos-App tippst du jetzt auf ein beliebiges Foto. Anschließend gehst du auf den Teilen-Button und hier auf Overlay Image. Wenn der Punkt Overlay Image bei dir nicht vorhanden ist, Video bis zum Ende schauen. Overlay Image antippen und in dem Fenster, was sich oben öffnet, auf Fotos gehen. In der Fotomediathek wählst du das gewünschte Hintergrundbild aus. Anschließend öffnet sich oben ein Fenster und du wählst Fotos aus. Jetzt tippst du auf das am Anfang erstellte Bild. Dieses kannst du nun mit dem Finger in die gewünschte Position ziehen. Durch Wischen mit zwei Fingern auf dem Display kannst du das eingefügte Bild vergrößern. Jetzt musst du noch auf Fertig gehen und anschließend Bild sichern. Sollte der Befehl Overlay Image bei dir nicht vorhanden sein, gibst du in deinem Browser in der Google-Suche genau das ein. Tippst auf den ersten Link, dann auf diesen Link tippen, Kurzbefehl hinzufügen, Overlay Image antippen und gedrückt halten, auf Details gehen und im Share Sheet anzeigen aktivieren. Und zum Schluss auf Fertig. Mehr Tipps? Einfach abonnieren.